Hallo und herzlich willkommen gegen Gastro in der Felddienstarena mit Michael Langer. Hallo. Und Marius Bülter. Doppel M. Läuft. Hi zusammen. Und zwar, heute haben wir einen Quiz für euch vorbereitet. Und wir werden jetzt, also ihr werdet die Geräte versuchen zu erraten. Ganz genau müsst ihr es ja nicht, ihr müsst nur schon allein die Richtung kennen, dann gibt es einen Punkt. Derjenige mit den meisten Punkten hat dann gewonnen. Dann macht mal eben Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfangen darf. Willst du anfangen? Oder du darfst anfangen. Du darfst anfangen, du hattest Stein. Stimmt. Dann such dir mal ein Gerät aus und dann fang einfach mal wild drauf los an. Aber für eine normale Küche ist nicht gedacht, oder? Also gehört das auch, gehört das irgendwo dazu? Genau, die vier Teile gehören zu diesem guten Stück. Okay, dann mach ich das. Okay, dann? Ich glaube, es ist für Nudeln. Nein. Das ist für Churros. Oh, Punkt. Hä? Wusstest du das denn? Ja, du siehst es an der Form. Ja? Richtig. Dann such dir jetzt du meine. Und so Kartoffeln schälen oder so irgendwas? Zuckerwatte. Zuckerwatte. Ich mach mal auf, guck mal eben einmal rein. Du darfst noch eine Antwort geben. Ich sag damit, wäscht man irgendwas. Kartoffel war richtig. Was macht man denn damit? Es sind Kartoffelschäler. Man schmeißt hier einfach ungeschälte Kartoffeln rein. Hier gibt es einen Wasseranschluss, der immer ständig Wasser hinzugibt. Und hier drin ist quasi wie Schmirgelpapier. Und der reibt dann einfach die Schale ab und du kriegst am Ende saubere, geschälte, gepellte fast schon Kartoffeln. Das war's dann jetzt aber auch. So, 2-0 für Michi. Dann Marius, nächstes Gerät. Okay. Ich versuche das hier vorne. Ich sag, da werden so Waffeln fürs Eis gemacht. Nein, aber die Richtung ist vielleicht nicht ganz so verkehrt. So Formen für Kuchen? Ja, auch. Auf den Namen kommt ihr wahrscheinlich nicht, deswegen können wir da jetzt lange rumbrezeln, aber es ist eine Baumstritzelmaschine. Was? Die habe ich schon auf Chemis gesehen, glaube ich. Und zwar wird dann hier ein Teig einfach um diesem Holzspieß, sage ich jetzt, umwickelt. Wie so eine Spirale. Heiße Stäbe, ja. Genau, und dann wird das da quasi gebacken, wie so Stockbrot oder so, kann man sich das vorstellen, ja? Dann würde ich sagen, dann machen wir ein glattes Unentschieden raus, das heißt 2-1. Nee, wenn dann 3-1. Nein, 3-1, Entschuldigung. Das ist wie so ein Pürierstab? Nein. Nein? Wir haben zwei Varianten davon. Das heißt, die zwei Geräte gehören zu der gleichen Gattung, sage ich mal. Erhitzt man damit was? Ja. Wasser? Ja. Ja? Genau. Ja, um Wasser zu erhitzen, damit irgendwas zu kochen? Oder? Das ist eine genaue Temperatur. Ja, fast genau. 7. In dem Fall 7. Das sind Sous-Vide-Garer. Ah, okay. Ja? Okay, das heißt 3-2. Ja. Nächstes Gerät. Was haben wir denn noch? Das Licht ist ein UV-Licht. Okay. Und was wird damit gemacht? Da wird einfach irgendwas, kann man was warm mit, irgendwas mit warm halten? Nein. Mit Wärme hat das jetzt groß nichts zu tun. Was wird denn da gemacht? Ja, auf jeden Fall UV-Licht. Gemüse? In dem Fall ist das ein Messersterilisator. Das entscheidende Ding jetzt hier. Genau. Das wird mit Wasser gefüllt. Nee, mit Milch. Auch mit Milch. Also ich kann mir das so gut vorstellen auf einem Bauernhof in der Küche. Milch ist eine Flüssigkeit, da sind wir schon mal in der richtigen Richtung. Du hast Bauernhof erwähnt, das sind meine zwei Tipps. Es ist ein Gerät für Hühner. Kommen die Hühner rein, um zu empfehlen? Ja, eine Hühnerhofmaschine. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. So. Ein Gerät haben wir jetzt hier noch. Es wird eine bestimmte Temperatur erreicht, um das Produkt zu nicht um gar zu bekommen, sondern am besten haltbar. Aufzutauen. Haltbar ist gut. Aufzutauen. Ja. Haltbar ist gut. Das heißt, am längsten haltbar. Ja, okay. Und was bedeutet? Die Mindesthaltbarkeit zu verlängern. Die Haltbarkeit auf jeden Fall zu verlängern. Egal, du hast einen Punkt. Ist ein Dörrgerät. Ist ein Dörrgerät. Das heißt, wir trocknen hier die Produkte aus. Ja, deswegen wird dann die bestimmte Hitze erreicht. Der Dampf, das heißt, die Feuchtigkeit wird rausgepustet. Somit wird das Produkt länger haltbar gemacht. War doch klar. Genau. Das war aber ein gutes Spiel hier. Kopf-an-Kopf-Rennen. 4-3. Richtig? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Glückwunsch. Hast du gut gemacht. Ich musste zurückschlagen. So, ich würde sagen, das war ein super Quizspiel. Michael, du hast es super gemacht. Dankeschön, Glückwunsch dafür. Danke dir. Marius, auch dir nochmal ein großes Dankeschön. Gerne. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis bald und lass noch einen Kommentar da. Ciao, ciao.